Willkommen zurück zum Talos-Prinzip. Ich habe eine sehr lange Aufnahmepause hinter mir. Von über 3 Wochen. Aber ich habe hoffentlich noch nicht alles verlernt und wir sind in der letzten grauen Bonuswelt und sammeln die letzten 3 Bonusteile ein und dann schauen wir, was wir mit denen überhaupt machen können, denn ich habe überhaupt keine Ahnung. Ach ja, ist ja ganz nett hier. Sieht ganz hübsch aus. Mal 7. Hä? Ah, Moment mal, da waren doch auch anderswo solche Schilder. Ich hatte mir was dazu gedacht gehabt, glaube ich. Ich hatte nämlich irgendwann mal die Theorie, dass das ein Code für den Fahrstuhl ist, weil wir ja, wenn ich mich richtig erinnere, das 6. Stockwerk noch offen haben. Und ich hatte auch mal irgendwann auswendig die anderen beiden Stellen des Codes hier mir gemerkt, aber ich fürchte, jetzt müssen wir die nochmal abgrasen, damit ich mich an die erinnern kann. Okay, schauen wir mal. Menschliches Auge, Tetromino, Erhaltung und irgendein Bild. Menschliches Auge. Was ist das Auge eines Menschen? Als eine Maschine zum Herausschauen für das kleine Wesen, das in seinem Gehirn sitzt. Ja, super. Das ist doch mal Erkenntnis. Tetromino. Einer der faszinierendsten Aspekte der kürzlich entdeckten Schriften des St. Edwald ist seine Beschäftigung mit der Suche nach göttlicher Wahrheit in mathematischen Konzepten, welche manchmal an Pantheismus angrenzt. Ja, und er hat hier Tetrominos sich angeschaut, also Tetris-Steine. Und hat sie Siegel genannt. Ach so, ist ja klar. Schön. Erhaltung. In einer Mischung aus Mitleid und Abscheu sah ich diese Wesen, die ausgebildet wurden, um entweder selbst zu schlachten oder geschlachtet zu werden. Bla 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 bla. Ich lese das jetzt nicht alles vor, auch deswegen, weil ich ein bisschen krank noch bin und gelegentlich husten muss, wenn ich zu viel rede. Stern, 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 ohne eine Zahl. Wow. Oh, ich hoffe, ich habe nicht irgendeinen wichtigen Hinweis in irgendeinem der anderen Bilder verpasst. Also ich bin mir relativ sicher, dass in den anderen Leveln auch hier der Code zu finden war. Ich gehe jetzt einfach mal geradeaus und löse das erste Puzzle hier. So. Mal gucken, wie schwer sie das hier gemacht haben. Und mal gucken, was ich noch kann. Wie hieß es? Spinnennetz. Okay, Kisten und Laser. Hier ist unser Ziel und unser Ausgang. Soweit so gut. Das sind alles nette, freundliche Dudes, die ich aber wahrscheinlich in irgendeiner Form und Art und Weise blockieren muss. Können wir mal ausprobieren. Also, Nummer 1 wäre dann... Wow, das Spiel laggt so ein bisschen. Hier? Ich hab's durchgeschafft. Cool. Oh, komm, lass mich wieder raus. Oh, das Spiel laggt gerade tierisch bei mir. Ich weiß gar nicht warum. Ich irgendwelche anderen Grafikeinstellungen als sonst? Wie war das? Nachher brauche ich hier drüben roten Strom. Den ich von da drüben irgendwie rüberkriege. Das wirkt sehr lästig auf jeden Fall. So viel kann ich jetzt schon sagen, es wirkt sehr, sehr lästig. Ja, es ist jetzt schon lästig. Oh mein Gott, kann das mal aufhören, so zu ruckeln? Ich werde ja noch wahnsinnig hier. Oh. Ich denke, der Punkt ist mal wieder, dass ich mehrere Zugangspunkte aufstellen muss. Nee, aber nicht so. So vielleicht, und der andere kommt...
Oh, jetzt zum Beispiel. Man sieht, dass manchmal einer unterbrochen. Das hier raus und das hier raus. So. Okay, das sind alle meine Tools, die ich zur Verfügung habe. Und damit soll ich das jetzt irgendwie lösen. Also zuerst mal blockieren wir den Gesellen hier, schätze ich. So. Und dann können wir roten Strom hier drüber leiten. Und dann haben wir doch noch einen irgendwo rumstehen, oder nicht? Ah ne, haben wir gar nicht. Ich bin mal gespannt, ob das hier reicht. Das da drüben geht jetzt nicht mehr auf, ne? Das rote Tor da drüben wird gar nicht mehr geöffnet. Ich glaube, ich muss hier nochmal... Ah, okay, jetzt bin ich raus. So, ich meine, mein roter Strahl geht schon mal über alles drüber. Das ist ganz gut. Verzeihung. Ach, komm schon. Okay, ich glaube, so wird das nichts. Da müssen wir noch... Ich muss noch mal raus. Es bleibt nämlich momentan dieses Tor hier zu kurz offen. Das würde ich gerne noch irgendwie korrigieren. Und zwar kriege ich das vielleicht irgendwie hin, dass ich das hier verbinde und den hier dahin stelle. Ja, der da ist halt immer noch ein bisschen lästig, aber der lässt sich ja teilweise Zeit. Jetzt zum Beispiel. Ah, es wird zu eng, es wird zu eng. Es fühlt sich ein bisschen an wie so ein Glücksspiel, solange ich hier keine gute Strategie habe. Ja, komm, 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 das wird, 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 das wird. Nein! Und dafür sorgen, dass dir das später unterbricht erst. Oh, das war knapp. Das war echt knapp. Hey, ich brauche eine bessere Lösung. Und zwar würde ich das hier gerne so aufstellen, dass es den hier blockiert.
Aber es hat jetzt überhaupt keine Sicht. Das hat Sicht auf das. Aber keine Sicht hier rüber. Und wenn ich das jetzt noch so umplatziere, dass ich zum Beispiel diese Kiste hier nehme und hier hin stelle und dann den da drauf. Es gibt gelegentlich dieses Tor dazu, aber danach. Oh, das sieht wieder sehr knapp aus. Das sieht nicht so aus, als würde es reichen. Eigentlich hätte ich ganz gerne den da weiter blockiert. Aber da kriege ich keinen guten Winkel hin. Schauen wir mal schnell, ob ich... Das kann ich auf keinen Fall so aufstellen, dass ich den da blockiere. Nee, nee, das wird gar nichts. Das hier könnte ich noch weiter hinten aufstellen. Ich glaube, das war gerade offen. Ja, okay, war ein bisschen Bastelarbeit. Hat sich jetzt auch aus einem Puzzle-Aspekt her nicht so gut angefühlt, das Rätsel. Und das hat sehr stark geruckelt, hatte ich das Gefühl. Ich hoffe mal, dass es in anderen Puzzlen besser ist. Oder vielleicht läuft irgendwas im Hintergrund. Ja, oder ich hoffe einfach, es kommt auf dem Video nicht so raus. Das wäre doch auch schön. Gut, noch irgendwelche Secrets hier. Wer hat denn hier hingeschrieben? Hier sind auch Leute weit gekommen. Mein Glauben hat mich an diesen geheimen Ort geführt. Ich hoffe, dass ich hier einen Weg finden kann, anderen besser zu dienen. Ach, Uriel. Ja, Uriel, glaube ich. Uriel ist nett und mein Freund. Okay. Hier drüben, unerreichbarer Garten. Klingt nicht gut. Wir haben Plattformen, wir haben... Oh Gott, wir haben hier alles. Das klingt nicht nach Spaß. Das klingt nach unnötiger Komplexität. Okay, wir haben die Plattform hier, wir haben den Laserpointer hier. Wir haben eine Tür. Und noch eine Tür, aber noch keinen Strom dafür. Doch, der war hier. Das bedeutet, wir müssen das hier aufstellen. Hier, so. Dann müssen wir kurz aufnehmen. Ne, was war nochmal vorspulen beim Aufnehmen? Da gab es noch eine Taste für. Wie war das? Ach egal, was soll's. Das müsste eigentlich schon reichen. So, jetzt wollen wir das Ding nehmen. Wir wollen hier hinschießen. Wir wollen hier hinschießen und hier hinschießen. Zack. Achso, nee, halt. Und hier hin. So. Gerade rechtzeitig. Okay. Den Durchgang hätten wir also permanent geöffnet. Mit ein bisschen Cleverness hätte ich den da drüben vielleicht auch mitnehmen können. Ja, wobei, der ist sehr schwer zu sehen. Da gibt es, glaube ich, keine Position, dass der gesehen wird. Ja,
Was haben wir denn hier hinten noch? Boah, Spiel, hör auf zu ruckeln, bitte, bitte. Ach, hier kann ich wieder rüberklettern. Wenn ich mich aussperre, oder wie? Ja, das könnte ich mir denken. Ach, hier ist schon das Ziel. Ist ja nett. Kann doch so schwer nicht sein, wenn hier nicht so ein blöder Zickzackkurs wäre. Ach so, oder ich kriege natürlich über die Plattform irgendwie einen Laser hier hoch. Dann könnte ich einfach da runterschießen. Geht das? Da bräuchte ich eine Gelegenheit, wo ich aufspringen kann. Da sehe ich jetzt auch noch keine eigentlich. Wo kann ich denn momentan auf diese Plattform aufspringen? Da bräuchte ich wieder eine Kiste oder sowas für. Ah, eine Kiste, sag ich doch. Okay. Also, wenn wir jetzt einfach mal aufnehmen. Und zwar eine ganze Weile. Ich muss nochmal nachschauen, was die Vorspulentaste war. Es war nicht X, es war nicht X. X ist zurückspulen. Was war das denn? Es gab jedenfalls eine Taste, mit der ging das. So, 35 Sekunden sollten doch genügen, um dieses Tor hier zu öffnen. Dann kann ich diese Kiste hier mitnehmen. Und jetzt kann ich theoretisch sagen, hol dir den... Ach, jetzt steht mein alter Ego da im Weg. So. Aber wenn ich das richtig interpretiere, ist doch alles gar nicht nötig. Ich probiere das jetzt mal aus. Ich nehme das jetzt mal mit hier rein. So. Weil meine Aussage ist jetzt, das Einzige, was ich brauche, ist nochmal das Setup hier. Also irgendwie die 10 Sekunden, die ich brauche, um das Ding hier korrekt abzustellen. So. Ich möchte dich, ich möchte dich, ich möchte dich. Weil der letzte ist eigentlich gar nicht nötig. Nein, ich hab's... Ach, wie kann man über den Wichtigsten vergessen? Ich bin so doof. Nochmal. Ah, gucken wir mal kurz in die Controls. Optionen. Tastatur und Maus. Konfiguriere das Tastaturlayout. Vorspulen. R war's. Dann haben wir nur keinen Ton mehr, aber dafür spult es schön vor. So, ich sollte nicht im Weg stehen. Nochmal 25 Sekunden. So, jetzt nehmen wir das Ding. Hier. Hier und der hier optional. Ich denke, ein Problem wird sein, dass ich, wenn ich hier oben angekommen bin, das Ganze nicht sehen kann. Okay, schauen wir mal. Ich nehme die Zeit. Ich nehme die Plattform. Ich laufe hier rüber. Gedanke ist, dass mein alter Ego da drauf springt. Wenn er da drauf ist, wofür ich ihm jetzt mal ein bisschen Zeit lasse, würde ich hier hochhüpfen. Und nochmal hier hüpfen. Da kommt der definitiv nach oben. Und dann sollte doch eigentlich schon alles funktionieren, oder? Ich spule mal ein bisschen vor. Stellen uns nicht in den Weg. Und dann stoppen wir die Zeit, nehmen uns den da mit, springen hier drauf, warten, dass unser Freund mit der Plattform kommt, springen da drauf, springen hier hoch. Und
das reicht so ganz genau gerade nicht, aber es müsste eigentlich gehen. Also mit einer bisschen präziseren Platzierung müsste das eigentlich machbar sein. Dann wäre ich direkt am Ziel. Ich will den ganzen anderen Quatsch doch sparen. Okay. Also, wir müssen noch einmal das hier platzieren. Und zwar möglichst so, dass wir den möglichst steilen Winkel hinkriegen. So. Dann müssen wir noch einmal aufnehmen. Müssen noch ein bisschen Zeit schinden. So. Dann müssen wir uns das Ding hier holen. Wollen es hier mit verbinden, wollen es hier mit verbinden, wollen es hier mit verbinden. Und dann möglichst so hier aufstellen. Du hast zu wenig Zeit gelassen. Das wäre die perfekte Location hier. Das wäre die absolut perfekte Location. Und die müsste machbar sein, die müsste machbar sein. Hey. Hey. Ich glaube, ich habe die falsche Taste gedrückt. Okay. So. Ich habe gesagt, ich will dich hiermit, hiermit und hiermit verbinden und möchte dich... Exakt. Ja, nee, es ist aber schon... Das ist zu weit hinten. Ich muss eigentlich weiter nach vorne. Ja. Okay, mein Fehler ist... Das ist eine Feinheit. Einfach nur eine Feinheit. Ich darf hier nicht möglichst... Nein, ich muss hier möglichst weit nach außen. Damit ich das vorne weiter vorne hinstellen kann. So zum Beispiel. Ja. Exakt so. Spulen. Und nochmal. Hopp. Ja, das ist die perfekte Position. Das ist perfekt. Das ist einfach genauso, wie ich es haben will. Gut. Und jetzt können wir das nochmal machen. Wir nehmen auf. Wir nehmen uns die Plattform. Wir gehen hier rüber. Unser Freund hat alle Zeit der Welt, um hochzuspringen. Wenn es sein muss, hüpfe ich auch nochmal, damit er es schafft. Und nachdem er oben ist, kann er alles anschließen. Jetzt spulen wir nur noch vor. Sagen wir mal auf 40 Sekunden. Mehr müsste eigentlich gar nicht nötig sein. So. Okay. Schnappen uns das. Springen auf die Kiste. Hopp. Nach oben. Ja, und diesmal haben wir so richtig, richtig viel Platz. Ja. Perfekt. Ja, wenn man's richtig macht, ist das auch super einfach hier. Weiß nicht, ob das jetzt irgendwie anders gedacht war. Letztendlich war es nicht so schwer, wie ich es am Anfang erwartet habe. Da haben wir noch Zeit für ein letztes. Habe ich jetzt schon meine ganze Aufnahmezeit verplempert? Ja, ich habe jetzt schon... Naja, ich habe jetzt wieder so 22 Minuten gebraucht für zwei Puzzle. Ja, aber ich bin eh schon bei lauter 30 Minuten Folgen. Also machen wir das letzte fangen wir noch an. Nexus, eine Kiste und was? Achso, eine Kiste und ein Laser. Das unten ist das Teil, das wir kriegen. Okay.
Blauer Strom, roter Strom. Das hier ist doch schon mal ganz okay. Was? Jetzt bin ich etwas verwirrt. Wo will ich denn jetzt weiter? Ah! Schau mal an. Was guckst denn du so? Hm? Hier mal roten Strom, blauen Strom. Das Tor, da lässt sich nicht einfach so öffnen. Aber ich kann so einen Schuss schon vorbereiten, indem ich das hier schon mal anschließe. Und das hier einfach mal auf Gedeih und Verderb auch. Und dann klettern wir mal rüber. Klappt ihr sogar. Geht das jetzt so weiter oder ist irgendwann der Punkt, wo ich dann alles am Anfang richtig aufgebaut haben muss, um hier das Ende gelöst zu kriegen? Weil bis jetzt ist das echt nicht so schwer. Warte mal, was macht hier gerade was auf? Ach, hier komme ich an den dran. Hä? Warum ist denn hier hinten? Wie komme ich da denn rein? Und warum will ich da rein? Fragen über Fragen. Jetzt haben wir hier noch einen über. Hm. Ich weiß ja noch nicht, wo das alles hinführen soll. Der Level ist mir aber ein wenig zu lang. Für meinen Geschmack. Das ist so ein Level, der will dich verwirren und am Ende denkst du dir, ja, jetzt genau, jetzt brauchst du den roten Strom irgendwo her. Wo kriegst du den jetzt, hä? Wo kriegst du den jetzt? Das ist genau so ein Level. Jetzt muss man durch alles zurück und diesen roten Strom hier irgendwie hinbringen. Okay. Challenge accepted. Schätze mal, besser als so geht's nicht. Ach nee, hä? What? What? Way too easy. Das ist das letzte Puzzle, das ich in diesem Spiel machen muss. Und außerdem war da doch jetzt noch ein Secret. Da war doch noch ein Secret. Ah, schau mal. Whoop. Kann man sich das Labyrinth von oben anschauen. Einfach nur, damit man sieht, was man geschaffen hat, hä? Oder gibt es hier irgendwas anderes zu entdecken? Drüben ist eine Burg, die so total deplatziert wirkt. Da ist ein Turm. Ja, hier kann man nochmal alles sehen. Spannend, aber irgendwie nicht so richtig aufschlussreich. Wenn ihr hier irgendwo ein Geheimnis seht, lasst es mich in den Kommentaren wissen und ich verspreche, ich komme nochmal zurück und schaue es mir an. Aber nur, wenn es wirklich ein Geheimnis ist. Alles andere ist mir vollkommen egal. Okay. Und dann kann ich abstürzen und dann kann ich wieder rüberfliegen und dann kann ich rausgehen. Okay. Dann war's das für die Folge und beim nächsten Mal habe ich den passenden Coach schon nachgeschaut. Haha. Bis dann. Tschüss.